Hallo zusammen, guten Morgen. Ich habe mir gedacht, heute will ich mal ein bisschen über mein Pendel reden. Das ist ein Bergkristall. Das Pendeln gibt es schon 6000 Jahre vor Christi Geburt. Da wurde in der Sahara bei Felsmalereien Zeichnungen gefunden, die Gott im Pendel zeigten, auch Wünschelruten, die sind genauso alt. In Ägypten war es 3000 Jahre vor Christus, da ist dann auch in den Pharaogräben Pendel gefunden worden. Für was verwendet man Pendel? Pendel, zum Beispiel homöopathische Ärzte verwenden Pendel, um Rezepte, um bestimmte Sachen herauszufinden, was der Körper braucht. Zum Beispiel Bachblüten. Reinigung des Körpers. Und das kann man auspendeln. Der Pendel antwortet mit Ja, mit Nein oder sagt gar nichts. Bei mir ist es so, mein Pendel, wenn es Ja sagt, macht es eine kreisende Bewegung. Bei Nein bewegt sich es hin und her. Aber es ist für jeden Pendler verschieden. Man fragt sein Pendel. Und Pendeln ist nicht so schwer. Ich mache es jetzt etwa ja, 5 Jahre lang. Ich pendel für mich und für andere. Und man braucht zum Beispiel kein K2. Antworten zu finden. Man kann auch in der Geisterwelt pendeln. Aber deswegen heißt es nicht Geisterpendel oder Engelspendel. Das ist einfach nur ein Pendel, mit dem man mit Geistern reden kann. Die hat mit Ja und Nein Antworten. Hier ist nochmal mein Pendel. Es heißt, ja, es ist schon bereit. Jedes Pendel übernimmt die Energie meines Körpers oder deines Körpers. Wenn du ein Pendel hast, ich pendel ganz gern. Ich kann für mich pendeln, mir Fragen stellen. Aber wenn du noch Neuling bist und dir ein Pendel kaufst, muss das Pendel ja erstmal wissen, was Ja, Nein oder Nichts bedeutet. Das Pendel sagt dir das. Pendel sagt mir zum Beispiel, was ist Ja? Macht eine kreisende Bewegung. Oder Pendel, sag mir Nein. Das ist dann für Nein. Und jetzt bist du ganz still. Dies läuft nicht übers Bewusstsein, sondern übers Unterbewusstsein. So bewegt sich das Pendel.
Man kann es vergleichen mit Bewusstsein 1 cm und Unterbewusstsein 8 Meter. Und man muss auch gut auskommen mit seinem Unterbewusstsein, weil es kann einen auch manchmal in die Irre führen. Und dann muss man mit dem Unterbewusstsein reden. Weil zum Beispiel, wenn ich dann sage, zum Beispiel, ist mein Name Thomas? Nein, stimmt. Ist mein Name Jörg? Ja. Und so kann man auch mit den Geistern kommunizieren. Man muss sich nicht unbedingt ein Pendel kaufen, wenn man Pendeln lernen möchte. Man kann auch eine Kette nehmen, einen Ring von sich und der ist ja energetisch aufgeladen von dir. Dann kannst du auch mit einer Kette und dem Ring pendeln. Du musst halt nur den Pendel fragen, was Ja und Nein heißt. Der sagte das. Es kann sich in diese Richtung, also ich zeig's ja mal. Es kann sich also so, wenn er sagt ja, das ist ja. Aber es kann dann auch in die andere Richtung gehen. Und sagt, ja gut, linksrum ist ja. Das sagte dann das Pendel. Oder beim Nein. Kann es sich so bewegen, nach oben, nach unten oder nein, in diese Richtung. Ich finde, Pendeln ist entspannend. Man kann vieles herausfinden über sich selber, über die Schatten- und Geisterwelt. Und ich werde einfach mal beim nächsten Video mit Geistern reden über das Pendel. Ich hoffe, es war ein bisschen Information für euch und ihr fandet es interessant, dann gebt mir doch ein Like und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank. Bye bye.